Ich bin noch nicht bescheuert, oder? Kennst du diese Selbstzweifel, die dich besuchen, wenn du deinen Seelenpartner kennengelernt hast, wenn du in dieses Chaos gestartet bist, du dich mitten in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess befindest, dich irgendwie keiner versteht und du dich irgendwann auch nicht mehr verstehst, weil alles so neu und anders ist und du ganz neue Seiten an dir entdeckst? In diesem Podcast-Video verraten wir dir, wie du damit besser umgehst. Und wir haben am Ende noch eine Übung für dich, die das toppen wird. Dass du für dich erkennen kannst, wie cool das eigentlich ist, dass du eine Seelenpartnerin oder eben ein Seelenpartner bist. Ja, moin Magic Soul, wir sind's Annette und Easy. Meine Seele wieder live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, Seelenpartnerin oder Seelenpartner zu sein, ist bei weitem nicht einfach. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, der wir ausgesetzt werden, beziehungsweise die wir für uns erleben dürfen. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Und das Gemeine ist ja dabei, weil es so neu und so anders ist, gibt es noch ganz, ganz wenige, die überhaupt verstehen, was wir da gerade alles durchlaufen, was da alles gerade uns passiert, was wir da erleben. Sodass wir wenig Zuspruch oder überhaupt Verständnis im Außen finden. Und oftmals spielt ja auch noch das Tabuthema unserer Gesellschaft eine Rolle. Er ist oder eben sie ist verheiratet. Dass es eben oft so weit kommt, dass es kaum jemanden gibt, dem wir uns anvertrauen können oder dass es eigentlich gar keinen gibt, dem wir erzählen können, was da gerade los ist, weil wir eben fürchten, nicht verstanden zu werden oder eben dann noch fertig gemacht zu werden, weil wir doch dieses Tabuthema treffen und das nicht so gerne gesehen wird. Dabei möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Ehen zu zerstören, sondern es geht darum, zusammenzuführen, was zusammengehört, nämlich Seelenpartner. So, und das, was wir als Menschen natürlich gerne tun, wenn wir unsicher sind, ist, dass wir uns einen Rat oder auch ein Verständnis oder auch einen Zuspruch im Außen suchen. Sprich, also von Freunden, von der besten Freundin oder vom besten Freund oder eben auch von der Familie. So, das Gemeine ist aber nun, dass genau bei diesem Seelenpartner-Thema das nicht möglich ist, weil es einfach noch so neu ist und die wenigsten das für sich erfahren haben. Das heißt, sie können dich nicht beraten, auch wenn sie es vielleicht gerne würden, weil sie nicht verstehen, was da passiert. Und das wirst du nachvollziehen können, wenn du selbst Seelenpartner, Seelenpartnerin, ich meine, das sind wir alle, aber du das für dich erkannt hast und du deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin getroffen hast, wie neu und wie anders das ist. Schreib das gerne mal in die Kommentare, so High Five, yes, ich weiß, was das heißt, sodass wir uns gegenseitig irgendwie auch feiern können und unterstützen können, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. So, das hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum einen können sie dich nicht richtig beraten, auch wenn sie es vielleicht gerne möchten und deine beste Freundin am Anfang dabei ist und sagt, Mensch, und ja, und spannend, und du hast ihn kennengelernt und yay. Und dann weißt du selbst, was passiert. Das Chaos beginnt und es ist alles andere, was wir Menschen uns überhaupt vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Das heißt, dieses, was wir uns ja eigentlich wünschen, ne? Bam, wir haben ihn getroffen, alles ist toll, Deep Love und verliebt und ne, auf Wolke 7 schweben und so, alles toll, alles super. Ist beim Seelenpartner meistens nicht so, weil das Pferd von hinten aufgezäumt wird, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr für euch versteht, dass ihr zueinander steht, dass ihr miteinander kommuniziert, dass ihr nicht diese Fehler macht, was die meisten machen in diesem alten Beziehungsmodell und eben auch gemacht haben, dass es irgendwann in diese Einsamkeit läuft. Also man ist zwar zusammen, aber eigentlich einsam, man ist eigentlich unglücklich, weil der andere einen nicht versteht und man in dieser Abhängigkeit sich befindet, der andere muss einen noch glücklich machen und so weiter, habe ich ja oft darüber gesprochen, weil das ist bei einer Seelenpartnerschaft ja komplett anders. Da geht es um die Eigenverantwortung, um die Selbstliebe, um den Selbstwert erkennen und all diese ganzen Sachen. So. Das heißt, auch wenn deine Freundin oder dein Freund vielleicht am Anfang Verständnis hat und völlig euphorisch dabei war und dann fängt es an, schwierig zu werden, der verhält sich überhaupt nicht so, wie du es dir wünschst. Der tut dir sogar weh. Wird natürlich deine beste Freundin oder dein bester Freund wahrscheinlich dir eher abraten und sagen, nee, lass das mal, du hast was Besseres verdient. Und das Gemeine ist, dass du ja in dir drin weißt, aber das ist er doch. Ich spüre doch diese tiefe und wahrhaftige Liebe in mir. Da ist etwas ganz anders, etwas ganz Neues, was ich so noch nie gespürt habe. Und ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig, aber wem ich erzähle ich das, das weißt du selbst. So. Und dann ist es natürlich so, dass du da keinen Zuspruch mehr findest, sondern dass sie dir versucht oder er eben dir deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin eher auszureden.
Oder es kann eben auch passieren, wenn du dich anvertraust, einer Freundin oder einem Freund, dass die vielleicht ganz eifersüchtig sind. Auf der einen Seite, weil sie Angst haben, dass du vielleicht dich veränderst und sie dich dann nicht mehr so haben, wie sie dich vorher hatten. Aber es kann auch fieser werden, dass sie vielleicht dir das gar nicht gönnen, in dem Sinne, weil sie sich vielleicht besser gefühlt haben und denken so, wie kann das sein, dass du jetzt das Glück hast und er deinen Seelenpartner triffst oder deinen Seelenpartner eben als sie. Da würde ich natürlich die Freundschaft nochmal überdenken, aber das ist ja meistens auch unbewusst. Also da muss man immer gucken, in welchem Mangel der andere gerade ist. Aber wenn das eine langjährige Freundin oder langjähriger Freund von dir ist, dann werdet ihr das auch schon regeln können. So. Oder es gibt eben die Situation, weil dieses Tabuthema ist, dass er eben verheiratet ist, dass du niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst. Und das erlebe ich so oft in meinen Channelings, dass wirklich die Frauen auch verzweifelt kommen und sagen, das ist das erste Mal, dass ich darüber spreche. Und ich meine, was bedeutet denn das? Was musst du denn da mit dir alleine auch aushalten? Und was musst du da alleine mit dir durchkämpfen sozusagen und dich mit diesen Selbstzweifeln auseinandersetzen? Also auf der einen Seite ist es natürlich, du weißt, der Seelenpartner ist der Weg zu dir. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil du sollst dich ja dadurch ganz neu kennenlernen und du sollst natürlich auch dabei lernen, dass du in dir deine Antworten findest, dass du sie nicht mehr im Außen suchen musst. Was natürlich ganz cool ist, wenn wir dann dieses Channeling machen, dass du wirklich nochmal von deiner Seele die Bestätigung kommst, weil manchmal verstehen wir sie ja noch nicht so richtig und dafür bin ich ja da mit meiner Seelenaufgabe, dass ich das eben übersetzen kann, was deine Seele sozusagen mit dir vorhat, dass du da wirklich für dich einfach diese Klarheit hast, weil dann kannst du nämlich auch ganz anders reagieren und ganz anders damit umgehen. Das ist mega, mega cool. So, das Spannende dabei, dass der Seelenpartner der Weg zu dir ist, bedeutet ja auch, dass du ganz neue Seiten an dir kennenlernst. Dass du für dich ganz neue Gefühle kennenlernst, dass du ganz neue Gedanken kennenlernst und das verunsichert natürlich. Und denkst du, hä, das bin ich, aber damit hatte ich doch vorher nie was am Hut oder ich habe das immer ganz cool geregelt oder so und jetzt überhaupt nicht? Nein. Und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass du diese ganze Situation natürlich auch gar nicht richtig kontrollieren kannst, so wie du das im Normalfall vielleicht gerne gemacht hättest. Du fühlst dich etwas ausgeliefert sozusagen, was diesen Seelenpartner angeht, was diese wahrhaftige und tiefe Liebe angeht. Aber das ist ja auch ganz cool, dass du dich neu erlebst, weil es ist etwas ganz, ganz Neues, was es vorher noch nicht gab. Also wie sollst du es kennen, wenn du es vorher noch nicht kennengelernt hast, dass es richtig ist? Das spürst du in dir. Das heißt, da weißt du, dass es richtig ist und dass alles in Ordnung ist, was passiert. Aber vom Verstand her verstehst du das natürlich nicht und denkst, aber ich muss doch da irgendwas machen können und ich habe mich ja gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle und ich mache Dinge, die ich vielleicht vorher nie gemacht hätte und auf einmal mache ich sie. Und das ist mega spannend, weil du dich ja selbst neu kennenlernen sollst, weil du das Tor zur Liebe öffnen sollst. Und in der Liebe gibt es keine Kontrolle. Das ist das Spannende. Wir denken immer, wir können da irgendwas kontrollieren, aber Liebe kannst du nicht kontrollieren. Und das ist das Coole dabei. Das heißt, du musst ins Vertrauen gehen. Oh, öffnen. Oh, dabei machen wir doch gerne die Türen zu und mauern alles zu, damit man nicht in unser Herz gucken kann. Aber das können ja die Seelenpartner. Das ist das Coole. Das ist, als ob die Mauern weggesprengt wurden, sozusagen, weil der Seelenpartner da durchgucken kann. Das heißt, du fühlst dich völlig ausgeliefert, aber das ist das Coole, dass du das für dich endlich lernst, weil je mehr du zu dir und deinen Gefühlen stehst, desto sicherer bist du. Das ist ja das Spannende dabei. Du bist nicht sicher und nicht in Sicherheit, wenn du alles zumachst und alles vergräbst und sagst, oh nee, das darf ich nicht zeigen, weil der andere vielleicht so und so reagieren könnte. Nein, sondern wenn du aufmachst, wenn du zu deinen Gefühlen stehst und all in bist, dann ist das Sicherheit. Das ist deine Selbstsicherheit. Das ist dein Selbstvertrauen, was du dadurch gewinnst. Weil was kannst du denn verlieren, wenn du deinem Seelenpartner deine Liebe gestehst oder wenn du sagst, oh, ich bin da unsicher oder ich bin da traurig oder oh, wow, wie ich auf einmal lieben kann. Was kann dir passieren? Gar nichts kann dir passieren. Und das ist das Coole. Und es wird ja auch noch geführt von oben, von deiner Seele. Es wird ja jetzt sozusagen alles eingeleitet, dass wir diese wahrhaftige und tiefe Liebe der neuen Welt, der Zukunft, der neuen Zeit leben können. Und wenn du dir mal überlegst,
Wie ist denn das zum Beispiel auch gewesen bei all diesen Visionären, die da waren? Weil im Grunde genommen bist du ja auch eine Visionärin oder ein Visionär von dieser wahrhaftigen Liebe, die gelebt werden soll. Weil das wünschst du dir ja schon von Geburt an ganz, ganz tief in dir. Und jetzt wird diese Vision wahr, die du schon lange in dir trägst. Und das ist ja auch das Spannende, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und das sollst du ja auch. Nicht einfach reinrutschen in so eine Beziehung und dann wird sich das schon alles von alleine regeln. Nein, dir Gedanken zu machen schon vorher. Wie stelle ich mir denn das vor? Was möchte ich leben? Was sind meine Träume, meine Ziele? Dass ihr das gemeinsam schon besprechen könnt. Ganz, ganz wichtig. Und das mache ich ja auch in meinen Vorbereitungen auf den Seelenpartner, dass du dir wirklich klar wirst, was will ich eigentlich? Weil darum geht es ja in der Seelenpartnerschaft. Wie gesagt, es ist der Weg zu dir. Es ist aber auch, dass ihr wachst und reift, weiter an euren Themen arbeitet, dass ihr immer mehr zu euch selbst wird, dieses Wunder, welches ihr seid, entdeckt und dieses Geschenk auspackt für diese Welt. Und es geht eben auch darum, gemeinsam auf dieser Welt was zu bewegen als Seelenpartner. Und das ist ja das Spannende. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass du dir da vorher auch schon Gedanken machst und wirklich eine Vision hast von dem, was du dir da wünschst. Und wenn du dir mal vorstellst, wie ging denn das diesen ganzen Visionären, die da waren? Ich meine, ob es das Auto ist, ob es die Glühbirne ist oder was es auch immer ist oder selbst das Telefon. Ich meine, lass uns erstmal beim Handy-Thema anfangen. Ich meine, als ich groß geworden bin, gab es noch ein Telefon mit einer Wählscheibe, ne? Und all diese ganzen Sachen. Dann kamen die ersten Handys auf den Markt. Wenn du meine Generation bist, wirst du wissen, was das, wie neu das war. Dieses, oh, das soll funktionieren. Aha, ich nehme es aber nur im Notfall mit. Oh, und wenn es klingelt und so. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und dann kommt ein Steve Jobs, der dann dieses iPhone auf den Markt bringt. Und auf einmal kannst du auf diesem Display tippen. Und was ist da alles möglich? Und es war so neu und es hat uns Angst gemacht. Und als er mit dieser Vision kam, denkst du, dem haben viele geglaubt, haben gesagt, ja super, da waren welche bei. Aber die meisten haben gesagt, nee, das funktioniert nicht, lass mal bleiben, ne? Um das jetzt mal so pauschal zu sagen. Und so ist es eben auch mit diesem Seelenpartner-Thema, weil es so neu und so anders ist und weil viele noch nicht verstanden haben, wie es funktioniert, weil sie es für sich noch nicht erlebt haben. Würdest du heute dein Handy freiwillig wieder weggeben? Nein, würdest du nicht machen, sondern du sagst, nee, Moment mal, das gehört zu meinem Leben, das ist cool. Das ist völlig normal geworden. Und das wird auch irgendwann mit diesem Seelenpartner-Thema sein. Irgendwann wird es völlig normal werden, dass jeder mit seinem Seelenpartner zusammenkommt, dass man da in dieses Chaos startet, dass man in diesem Seelenpartner-Dualseelenprozess ist, was ja nichts anderes also für mich bedeutet, die Vorbereitung eben auf diese Seelenpartnerschaft, dass du wirklich auch die Reife bekommst, eben die auch leben zu können, weil die ja völlig anders ist als das, was wir vorher erlebt und gelebt haben. Oder ich meine, guck dir auch KI an. Macht uns das Angst? Ja, oh, wir wissen nicht, wie das alles funktioniert und wie wir damit umgehen sollen. Aber das ist immer so, wenn etwas Neues da ist, ist immer erstmal Unsicherheit da, es ist Angst da, Angst vor der Veränderung, weil wir nicht wissen, was das mit uns macht und was da passiert. Und dann ist es bei den meisten, dass erstmal Ablehnung da ist. Und das Spannende ist auch, wenn jetzt zum Beispiel deine Freundinnen oder auch deine Freunde erstmal im Moment noch gar nichts damit anfangen können, weil sie ihren Seelenpartner oder ihre Seelenpartnerin noch nicht getroffen haben, wird sich das ändern, wenn sie es getan haben. Weil dann werden sie sagen, ah, jetzt weiß ich, was du meinst, und sie werden dich vielleicht auch fragen, oh, wie hast du es gemacht? Und du merkst, du wirst eine völlig neue Rolle einnehmen als jetzt. Weil jetzt fühlst du dich wahrscheinlich noch unverstanden als Alleinkämpfer, was mit dir passiert, und versuchst, das irgendwie einigermaßen zu verstehen und auf die Reihe zu bekommen. Aber, und da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, das, was da gerade passiert, ist, dass du ausgewählt wurdest, ein Pionier oder eben eine Pionierin zu sein, die diese neue, wahrhaftige Liebe der Zukunft, der neuen Welt, der neuen Zeit einläutet. Wie cool ist das denn? Aber was machen Sie mit Pionieren? Habe ich ja eben schon angesprochen. Sie werden manchmal ausgelacht, vielleicht werden sie manchmal auch beschimpft, auf alle Fälle werden sie nicht verstanden. Aber das Wichtige ist doch, du spürst doch diese wahrhaftige und tiefe Liebe in dir. Du hast diese Sehnsucht und du weißt, du willst diesen Seelenpartner. Und du weißt auch, ihr gehört zusammen. Und das ist das Coole, wenn du das für dich zulässt, wenn du mehr in diese Energie gehst, diese Energie der Pionierin oder des Pioniers, und sagst, hey, mich verstehen vielleicht noch nicht alle, aber ich weiß, dass es richtig ist. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit,
es den anderen zu zeigen, dass es funktioniert und dass es sich lohnt, dran zu bleiben, weil du hast nichts zu verlieren, du hast nur was zu gewinnen, weil es ist der Weg zu dir. Du lernst dich kennen. Du wirst immer mehr du selbst sein können. Das heißt, das ist mit das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Und du kannst noch ein Vorreiter und Vorbild für andere sein. Und irgendwann wird es denen leichter fallen, mit ihrem Seelenpartner zusammenzukommen. Gerade jetzt meine Generation, ne? Vielleicht bist du auch ähnlich wie ich. Wir haben den schwierigsten Part hier, weil wir noch mit dem einen Bein sozusagen in der alten Welt sind und mit dem anderen Bein in der neuen Welt. Aber wir können das Alte verabschieden, weil wir das kennen. Und wir sind hier, um diesen Weg zu gehen, um aufzuräumen, um klarzumachen, um den Weg frei zu machen, endlich wir selbst zu sein. Das ist ein steiniger Weg manchmal und es ist nicht so einfach. Aber was für eine Freiheit erwartet uns? Und was können wir den Generationen nach uns für eine wundervolle Welt hinterlassen? Gerade auch bei diesem Thema, was Seelenpartnerschaft angeht. Ich meine, das ist doch mega cool, oder? Gib mir mal dafür ein High Five. Bam! Schreib auch gerne mal in die Kommentare, welche Selbstzweifel dich besuchen, damit wir da in den Austausch gehen können und damit du vor allen Dingen auch für dich erkennen kannst, du bist nicht alleine. Wir sind viele und wir werden immer und immer mehr. Aber viele trauen sich halt noch nicht darüber zu sprechen, weil dieses Tabuthema da ist. Und das ist wirklich ganz, ganz häufig bei Seelenpartnern, weil es ja eben auch so ein Vorleben gibt, sozusagen einen Vorauftrag, bevor man dann mit seinem Seelenpartner oft zusammenkommt. Und auch dieses Tabuthema dürfen wir Seelenpartner endlich verabschieden, damit alle in den Genuss kommen, ihren Seelenpartner kennenzulernen, habe ich ja neulich auch drüber gesprochen, auch mit ihm zusammen zu sein, weil wenn du dich für deinen Seelenpartner entscheidest und zum Beispiel in einer Ehe bist, bedeutet das, dass du deinen Ehepartner freigibst, damit auch er oder sie ihren Seelenpartner oder ihre Seelenpartnerin treffen kann, oder? Um diese wahrhaftige, wundervolle und wunderschöne und tiefe Liebe leben zu können, ist das nicht cool? Weil jeder hat einen Seelenpartner oder eben eine Seelenpartnerin. Das ist wirklich ganz gerecht aufgeteilt. So. Nun wollen wir aber, wie versprochen, zu der Übung kommen, die ich mit dir machen möchte. Damit du für dich Frieden schließen kannst, mit dem Thema Seelenpartner zu sein, eben zu denken, manchmal mit diesen Selbstzweifeln, ich bin doch nicht bescheuert oder was mache ich da eigentlich, dass du damit Frieden schließen kannst, dass du es annehmen kannst. Und wir wollen noch weitergehen, dass du für dich in die Energie kommst, eine Pionierin zu sein. Und dich einzusetzen für diese wahrhaftige und tiefe Liebe, dass es noch viel, viel mehr Menschen leben können, dass noch viel, viel mehr Seelen zusammenkommen. Und was meinst du, was das für eine Harmonie ergibt? Welche Vibes wir in die Welt tragen können, wenn es immer mehr werden? Ist das nicht cool? Bist du dabei? Okay, lass uns loslegen. Als erstes mach es dir bequem und schließe deine Augen, natürlich nur, wenn du es kannst. Jetzt atme einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und lass einfach mal alles Belastende los. Es ist gerade nicht wichtig. Wenn du magst, leg auch gerne deine Hände auf dein Herzzentrum. Denk an etwas Schönes, was dein Herz erfreut. Du bist mit dir und deiner Seele verbunden. Und nun denk als erstes an deinen Seelenpartner. An dieses Gefühl, was dich mit deinem Seelenpartner verbindet. An diese Liebe. Und lass auch diese Zweifel zu, die da sind, diese Unsicherheit, die du einfach in dir spürst. Und schließe als erstes Frieden damit. Öffne ganz weit dein Herz dafür, lass die Liebe fließen, dich richtig ummanteln, umarmen, sodass du dich richtig sicher fühlst und nimm sie einfach an, nimm diese Unsicherheit an, die einfach da ist, weil es neu ist. Und lass die Liebe, diese Seelenpartnerliebe einfach fließen, dich umarmen, dich ummanteln und lege dich in ihren Schoß, in diese wundervolle Liebe der Seelenpartner, die keine Grenzen kennt, die keine Tabus kennt, die einfach Liebe ist. Lass dich mal so richtig einhüllen in diese Liebe, sodass du dich richtig safe und sicher fühlst.
Und nun lade gerne deine Selbstzweifel ein, die dich so gerne besuchen. Und schließe einfach mal Frieden mit ihnen, indem du sie einfach annimmst. Ja, ihr seid da, liebe Zweifel. Und ich kann es euch auch nicht verdenken. Denn es ist alles so neu und anders. Und ihr wollt mich letztendlich nur beschützen. Aber für diese wundervolle Liebe brauche ich euch nicht. Denn ihr könnt mir nicht weiterhelfen. Darum entscheide ich mich jetzt, ins Vertrauen zu gehen. Und so lasse ich euch nun in Liebe und in Frieden los und lasse das Vertrauen jetzt einziehen. Das Vertrauen ist jetzt da und ich bade in meinem Vertrauen. Und ich nehme einfach an, ich nehme mich an, so wie ich bin. Mit meiner Verletzlichkeit, mit meinen Zweifeln, mit allem, was ich bin, mit meinen neuen Gefühlen, die ich erleben darf, mit meinem ganzen neuen Sein, was ich immer mehr sein darf, was mich manchmal verunsichert, weil ich mich so nicht kenne, aber wow, ich erlebe mich jetzt ganz neu und ich weiß, es ist der Weg zu mir. Und ich nehme ihn an, den Weg zu mir, mich immer mehr kennenzulernen, mit allem, was mich ausmacht, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen. Aber es ist alles gut, so wie es ist. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und erlaube mir, die Pionierin oder der Pionier, der oder die ich bin, anzunehmen. Ja, ich bin eine Pionierin, ich bin ein Pionier für diese wahrhaftige und tiefe Liebe. Und ich erlaube es mir, das zu sein, ein Vorreiter, ein Vorbild für so viele, die ihren Seelenpartner noch gar nicht kennengelernt haben, die noch gar nicht wissen, was es bedeutet, so tief lieben zu können und so tief geliebt zu werden. Und voller Freude und voll im Vertrauen und voller Zuversicht, mit dem Wissen, dass ich damit etwas Gutes tue und meinen Beitrag auf diese Weise unserer Welt gebe, diese wahrhaftige Liebe zu leben. Und ich nehme meine Aufgabe, eine Seelenpartnerin oder eben ein Seelenpartner zu sein, zu 100% an, so sei es. Atme nochmal einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und öffne deine Augen. Woo, oder? Ist das nicht cool? Merkst du, was gerade energetisch bei dir passiert ist? Deine Energie hat sich völlig verändert. Und ist es nicht cool, das anzunehmen? Ja, manchmal bin ich unsicher. Ja, manchmal habe ich Zweifel. Und ist doch ganz normal, weil es neu ist. Und ja, ich erkenne mich manchmal gar nicht wieder. Aber ist das nicht cool, dass ich mich ganz neu erleben kann? Und es ist safe. Ich bin dafür ausgewählt worden, das einzuläuten. Ja, und ich bin jetzt stolz darauf, ein Pionier oder eben eine Pionierin zu sein, um es eben immer mehr Menschen auch zu ermöglichen, immer mehr Seelen auch zusammenzukommen, immer mehr Menschen zu ermöglichen, Seelenpartner und eben Seelenpartnerin zu sein, das für sich zu entdecken und diese wahrhaftige und tiefe Liebe zu leben. Wow, oder? Ist das nicht cool? Schreib gerne mal in die Kommentare, was gerade mit dir passiert ist, dass wir dich feiern können. Wow. Und du weißt, auf meinem Kanal findest du ganz viele Videos und es wird auch ganz viele Videos noch dazu geben oder eben auch Podcasts, je nachdem, wie du jetzt gerade zugeschaltet bist, die dich dabei unterstützen. Wir lassen dich nicht alleine mit diesem Thema. Wenn du ein Channeling machen möchtest, um mal zu checken, ist das überhaupt mein Seelenpartner? Ne? Nicht, dass du dich dafür erst bei dem Wachküsser irgendwie dabei bist, weil da geht es nämlich auch tief rein, was wir manchmal vielleicht verkehrt deuten können. Dann freue ich mich, dich kennenzulernen, weil das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Berührendes, dieses Seelenpartner-Channeling zu machen. Oder wir sind ja auch in das Seelenpartner-Universum gestartet. Da, wo wir dich feiern, dass du Seelenpartner, dass du eine Seelenpartnerin bist. Wie cool ist das denn? Wo es nicht mehr dieses Tabuthema gibt oder nee, das darfst du nicht oder ich verstehe dich nicht, sondern da, wo Seelenpartnerinnen zusammenkommen, da, wo du verstanden wirst. Das ist mega cool, auch da in diese Energie einzutauchen, in dieser Energie zu baden, zu sagen, hey, wie cool, was ich hier gerade machen darf.
Was für eine wundervolle Aufgabe ich von meiner Seele bekommen habe, das einzuläuten. Wo wir dich im Seelenpartner-Universum dafür feiern. Oder aber ganz einfach, du lädst dir das Zeichen I am a Soul Lover runter auf dein Handy zum Beispiel, so dass du es immer anschauen kannst, weil das ist das Zeichen, alles ist gut, du bist nicht allein. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen und weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Ciao for Now. We love you, du bist Magic, deine Annette und Easy.